Die amerikanische Notenbank hat es gegeben, nämlich diese massive Rallye durch Liquidität, und die amerikanische Notenbank Fed ist dabei, es wieder zu nehmen, nämlich die Liquidität. Und deswegen laufen die Aktienmärkte nicht so wirklich gut. Und jetzt kommen wir in eine entscheidende Phase, wo wir entweder einen Doppelboden sehen oder es wird ziemlich scheppern an den Märkten. Aber dazu gleich mehr. Wir wollen uns mal das fundamentale wie auch das charttechnische Umfeld anschauen. Starten wir zunächst mal mit dem Nasdaq, der in einem Bärenmarkt ist. Wir haben jetzt 5 Wochen hintereinander Verluste beim Nasdaq. Wir sehen, dass wir jetzt 24% verloren haben. Dieser Bärenmarkt dauert bereits 168 Tage, also etwa so lange, als Jerome Powell umgesteuert hat und gesagt hat, Inflation is our priority. Das hat er gesagt, weil Joe Biden ihm das gesagt hat. Also versucht die Fed irgendwie das Ganze kontrolliert runterzufahren, kann nicht gelingen, wird nicht gelingen, die Märkte zeigen das schon an, wird nicht gelingen. Und solange die Fed nicht umsteuert und einknickt und sagt, oh, das ist uns zu hot, das ist uns sehr gefährlich, wird es problematisch bleiben für die Märkte, auch wenn wir zwischenzeitlich natürlich durchaus Rallye sehen können. Die durchschnittliche Der durchschnittliche Bärenmarkt im Nasdaq ist bei 35% Minus, Dauer 198 Tage, jetzt haben wir also 168 Tage und ein Minus von 24%, also könnten wir noch ein bisschen weitergehen. Schauen wir uns mal hier diese Grafik an, 2008 und 2022, one last bounce and then noch der letzte Bounce nach unten und dann die große Rallye, aber dieser Bounce nach unten, der könnte ziemlich gewaltig sein, wenn wir uns hier mal 2022 mit 2008 im Vergleich anschauen, ziemlich ähnliche Struktur. 2022 noch viel steiler die Aufwärtsbewegung, vielleicht deswegen auch die Abwärtsbewegung dann noch steiler. Ja, da ist vielleicht was dran. Wir sehen hier Daytrader. Es sind ja massiv reingegangen. Man hat seitens der US-Privatinvestoren Meme-Aktien gekauft, Optionen gekauft, ist richtig all-in gegangen, hat sich ausgezahlt. Dann haben wir Millionen von neuen Trader-Göttern bekommen, von Superprofis, Supergenies. Und immer wenn es zu viele Genies gibt, dann stimmt etwas nicht. Und da stellen diese Supergenies jetzt fest, dass sie vielleicht doch keine Supergenies sind, sondern permanent nur in einer Einbahnstraße unterwegs waren und dann kein Rezept haben, wenn Gegenverkehr kommt. Klar, sie haben keine Erfahrung, dachten aber, dass auch sie ohne Erfahrung die Götter sind. Und das rächt sich jetzt. Und das ist eben jetzt auch ein Rausspülen dieser Leute. Und vielleicht, wenn die rausgespült ist, ist die Drehung am Markt sehr nahe. Schauen wir uns mal hier die alten und die neuen Fang-Aktien an. Wir sehen etwa Facebook minus 36%, Amazon minus 17%, Netflix minus 55%, Google minus 16% und dann so Goldaktien wie NEM, also Newmont Mining, bei 19% plus, Gold 17% plus, andere Aktien aus diesem Sektor noch deutlich stärker. Also da sehen wir schon, was hier passiert ist, und wir sehen der MSCI World, also dieser Welt, das Welt-ETF hat jetzt 16% vom Peak verloren, aber die Aktienmärkte sind immer noch nicht günstig. Wir sind immer noch über 200 oder sind weit über 100% des BIPs, was die Marktkapitalisierung betrifft, also Marktkapitalisierung Aktien zu BIP. Zu BIP ist bei 122%, alles über 100% ist eine Blase, sagt einst der Warren Buffett, die Aktienmärkte in der letzten Woche, die globalen Aktienmärkte, 2 Billionen Dollar wieder verloren. Wo kann es hingehen? Ja, wenn wir 44,7% vom Hoch fallen würden, wären wir nach wie vor deutlich, deutlich über den ehemaligen Allzeithochs im Februar 2020. Also kurz vor dem Corona-Crash, muss man sich einfach mal vorstellen, muss man sich in dieser Steilheit der Aufwärtsbewegung vorstellen, dass das nicht gut gehen kann auf Dauer, war eigentlich immer das, was ich sagte. Natürlich ging es dann noch weiter gut und nochmal und nochmal und nochmal weiter nach oben. Aber jetzt hat sich der Wind gedreht und jetzt ist eben wahrscheinlich deswegen auch dieser Bullenmarkt erstmal kaputt, wird sich nicht so schnell wieder restituieren. Es sei denn, die Fed steuert um und sagt, okay, haben wir alles nicht so gemeint, aber da gibt es ein Problem und das heißt Inflation. Jetzt sehen wir hier mal die Aktienmärkte. Oben sehen wir den Dow Jones.
Da haben wir einen Dreifachtop gesehen. Jedes Mal ist er da abgeprallt. Jetzt haben wir einen Doppelboden unten und der muss halten. Da sind wir jetzt kurz davor nach aktueller Indikation. Okay, da kann so ein bisschen noch was drunter kommen. Oft ist dann bei so einem Boden dann nochmal so ein Fake-Ausbruch nach unten. Das sehen wir hier auch unten in dem S&P 500 Chart. Oben Dow Jones, unten S&P 500. Das könnte hier ein Doppelboden werden mit einem Bounce nach oben. Könnte, wäre, hätte. Wenn dieser Boden aber wirklich deutlich bricht, dann ist diese Formation kaputt. Und dann hätten wir durchaus Platz, hier weiter nach unten zu laufen. Hier zum Beispiel mal Nasdaq 100 im Elliott Wave Count, wenn man ihn denn so machen will. Dann wären wir jetzt fast fertig mit 4. Oder könnten fertig sein mit 4 bald und dann vielleicht nochmal eine neue Welle nach oben. Ich habe da meine Zweifel, wie gesagt, solange eben jetzt die Fed nicht umsteuert. Wenn sie umsteuert, ist das drin, dann sind neue Allzeithochs drin. Aber dazu muss sie umsteuern. Jetzt haben wir natürlich auch ein extrem bärisches Sentiment. Wir sehen, dass gerade die amerikanischen Privatinvestoren sehr skeptisch sind. Und normalerweise ist das ein gutes Zeichen, wenn man ein bisschen vorausblickt, etwa hier 5 der letzten 5 Male sind bei solchen VIX-Ständen, bei solchen Volatilitätsständen oder eben vor allem bei solchen Stimmungswerten standen wir 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate höher. Und das war jetzt mit dem VIX, was ich vorhin schon thematisiert hatte. Wenn der VIX sehr, sehr hoch ist, stehen wir in der Regel normalerweise 6 Monate später mindestens 10% höher und 12 Monate etwa 20% höher. Wenn der VIX bei 35 steht, was ein ziemlich hoher Wert ist für dieses Volatilitätsbarometer, also wenn die Nervosität groß ist, dann ist es normal so, dass absehbar eine Beruhigung reinkommt und die Märkte wieder höher stehen. Aber die Fed hat es gegeben, die Fed hat es genommen. Solange die Fed nicht umsteuert, wird es nichts mit der wirklich großen Rallye, technische, impulsive Rallyes, ja. So etwas, was wir immer wieder sehen, kürzlich in der letzten Woche gesehen haben, massive Rallye nach der Fed am Donnerstag, respektive am Mittwoch, dann nur um dann wieder Fed abzuverkaufen am Donnerstag im späteren Handel und auch am Freitag sich nicht wirklich erholen zu können. Und jetzt werden auch jene Banken skeptischer, die vorher dann neue Allzeithochs als Kursziele ausgerufen haben, zum Beispiel Goldman Sachs. Und hier sagt ein Goldman Sachser, ja, der Zustand des Marktes ist sozusagen weiter auszubluten, nach unten auszubluten, könnte man sagen, unterbrochen durch durch heftige Short Squeezes. Ja, diese impulsiven Rallyes nach oben, die können jederzeit passieren. Morgan Stanley projecting more substantial equity sell-off, also einen substanzielleren Abverkauf der Aktienmärkte. Wir leben in der chaotischsten, am schwersten zu prognostizierenden Zeit makroökonomisch oder makroökonomischen Zeit in Dekaden, seit Jahrzehnten also. Das bringt so ein bisschen diese ganze Geschichte auf den Punkt. Wir haben nach wie vor Corona, wir haben Lockdown in China. Wir haben jetzt diesen Ukraine-Krieg, wir haben perspektivisch Taiwan-Frage, China. Es sind so viele Baustellen, die da derzeit der Fall sind. Mit Inflation, mit Lieferengpässen, mit Materialmangel und all dem sind die Bullen ein bisschen zum Opfer gefallen. Die haben ein bisschen viel gesoffen, zu viel Liquidität in sich hineingeführt. Und irgendwann ist kippt die Party von, macht ja richtig Spaß hier in, oh, ich habe zu viel getrunken, mir ist schlecht, ich muss jetzt mal auf Toilette. Der Bär sagt ihm, I told you this wouldn't end well, das wird nicht gut ausgehen. Und jetzt versucht die Fed sozusagen ein Soft Landing hier zu veranstalten, also irgendwie das Ganze kontrolliert runterzufahren, wahrscheinlich nicht möglich, denn Tightening Cycles, also Straffung der Geldpolitik, Zyklen, die gab es bisher 13 Mal, 10 Mal kam es dann zu massiven Einbrüchen, entweder der Wirtschaft oder der Aktienmärkte oder beides zugleich. Und jetzt gucken wir uns mal an, was die Herrschaften denn eigentlich schon geleistet haben, die in der Fed sitzen. Haben die mal irgendetwas gemacht außerhalb der Fed? Nein, sie sind entweder in der Fed gewesen oder sind irgendwie akademisch unterwegs gewesen. Nur Barkin war bei McKinsey, dieser Beratungsgesellschaft, aber das hat mit Realität ja auch nur entfernt zu tun, gell? Diese Beratungsgesellschaft. Das wissen wir ja alle. Hier sehen wir diesen Doppelboden, meine Damen und Herren. Im S&P 500 bei 4000 um und bei 60 Punkten. Wir sehen die Financial Conditions Tightening. Das ist das Ziel der Fed, die Straffung der Finanzkonditionen. Dazu gehört auch der Aktienmarkt eben zu diesen Finanzkonditionen. Und so klagt ein Hedgefondsmanager
Wir haben kein Sicherheitsnetz mehr unter uns. Das ist die Realität. Dieses Sicherheitsnetz war ja das, was die Märkte so selbstbewusst, so siegessicher gemacht hat. Ja, die Fed wird uns ausbilden, wenn irgendwas ist. No, das wird sie jetzt nicht mehr. Die Frage ist, wie weit ist ihre Schmerztoleranz, wenn der Markt richtig mal einbricht, wenn die Dinge richtig eskalieren nach unten, wo beginnt die Fed dann zu zucken? Das ist die große Frage. Zucken tut bereits Joe Biden, der US-Präsident. Der will nämlich morgen schon wieder eine Rede zur Inflation halten und er will dann vor allem den Republikanern vorwerfen, ja, was tut ihr denn gegen die Inflation? Was sind denn eure Pläne gegen die Inflation? Das hat er vor, also das zeigt, das ist das große Thema in den USA. Wir haben eine Nachricht, die für geringere Inflation spricht, nämlich die Mannheim Used Cars, also Gebrauchtwagen, die sind 6,6% gefallen seit Januar, allerdings eine der wenigen guten Botschaften in Sachen Inflation. Schlimmer und bedeutungsvoller ist, dass Diesel in den USA massiv steigt, jetzt über 5 Dollar pro Gallone. Und Diesel hat einen sogenannten Ripple-Effekt, frisst sich also durch verschiedene Sektoren, denn das ist Voraussetzung, Dieselpreis ist Voraussetzung für Logistik, für Transport, für Lebensmittelgeschichten und so weiter und so fort. Und wir sehen, dass Diesel absolut Mangelware ist und das den Preis hochtreibt, sodass von dieser Seite stark inflationäre Effekte da der Fall sind. Jetzt haben wir die 10-jährige Anleiherendite aktuell, oder kurz bevor ich das Video hier aufnahm, bei 3,146%, 3,2%, das war der Höchstwert im April 2018. Es wäre nicht unwahrscheinlich, wenn da erstmal Schluss ist, kurzfristig, und dann die Aktienmärkte sich vielleicht erholen. Dann läuft man auf der einen Seite auf einen Boden zu, auf der anderen Seite an einen Top zu, nämlich bei den Anleihenmärkten. Boden jetzt hier bei den Aktienmärkten wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, das muss halten. Wenn die Dinge eskalieren, können solche Dinge auch brechen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit eigentlich eher gering ist. Aber wir sehen, dass andere Dinge brechen. Yuan im freien Fall, tiefster Stand jetzt seit langer Zeit, und Zero Hedge twittert, wenn der Yuan volatiler ist als die türkische Lira, dann ist wohl etwas im Argen, dann beginnt die Party erst. Wir sehen, dass die Emerging Markets Märkte oder die Aktien der Emerging Markets jetzt 29% seit Februar letzten Jahres verloren haben. Also das ist auch ein Emerging Markets Thema. Es ist ein Bitcoin Thema. Wir sehen Bitcoin ziemlich deutlich unter Druck. Und es gibt eine klare Korrelation zwischen Bitcoin und Nasdaq, zwischen Bitcoin und Tech-Werten. Die ist etwa Bitcoin und Nasdaq 84%. Und meine Rede war immer, Bitcoin ist ein Liquiditätsasset, denn es ist eine Glaubensfrage, wie viel messe ich dem an Wert bei. Und der Glaube ist dann wertvoller, wenn sozusagen die Liquidität höher ist. Und wenn weniger Liquidität im System ist, dann sinkt auch der Glaube und die Bewertung an der Glaube an gerechtfertigte hohe Bewertungen. Das ist genau das Thema. Und jetzt kommen wir zu dem vielleicht entscheidenden Punkt heute. Gestern ja Putin mit seltsamen Aussagen, heute ja diese Parade. Was wird da passieren? Passiert eine Generalmobilmachung? Werden also praktisch alle Soldaten eingezogen? Das wäre dann aber, beziehungsweise dafür wäre die Voraussetzung, dass Putin sagt, ja, es ist ein Krieg und nicht eine militärische Spezialoperation. Was er gestern gesagt hat, ist unsäglich. Wie 1945 wird der Sieg unser sein. Heute kämpfen unsere Soldaten für die Befreiung ihrer Heimat vom Nazi-Dreck. Das ist nicht nur vulgär, es ist auch dehumanisierend. Das heißt, dieser Nazi-Dreck, das ist schon mal eine Rhetorik, die dann sozusagen Vernichtungstaten nach sich zieht, wie wir sie in Butcher gesehen haben. Eine Enthumanisierung der Gegner, die jetzt alle Nazis sind. Man feiert ja den Sieg über Nazi-Deutschland heute, der ja eigentlich am 8. April hat Deutschland, am 8. Mai hat ja Deutschland kapituliert. Die Russen feiern es trotzdem am 9. Mai, weil Stalin das so wollte und brauchte, wie auch immer. Jedenfalls ist für Putin vor allem der Sieg wichtig, und diese ganze Nazi-Rhetorik ist eine reine Chiffre im Prinzip. Damit ist nicht gemeint eigentlich, dass die wirklich Nazis sind. Das ist das, was sozusagen vielleicht missverstanden werden kann, sondern jeder, der Gegner ist, ist Nazi. Das ist die Logik. Dementsprechend ist sozusagen diese Nazi-Rhetorik zu verstehen. Wer gegen uns ist, wird sozusagen als Nazi bezeichnet, und wer Nazi ist, muss vernichtet werden. Wir kämpfen den Kampf wie 1945, als wären die Ukrainer jetzt
Das, was die Deutschen mit ihrem Überfall auf viele Teile der Welt 1939 waren. Also es ist total absurd. Aber entscheidend ist jetzt eben, wie geht es weiter? Wird dieser Krieg eskalieren oder nicht? Das wird etwas sein, worauf die Märkte achten werden. Wenn Putin hier nichts Schlimmes auspackt oder die Russen, dann könnten wir durchaus eben auch eine Erholungsrallye sehen. Abschließend, meine Damen und Herren, S&P 500 und Nasdaq ist ein Bärenmarkt und eine Rezession noch zu verhindern. Da hat mein Kollege Wolfgang Müller das ganze Panorama mal gezeigt. Was ist zu beachten? Wie ist die Gesamtkonstellation? Alles noch viel breiter als bei mir angelegt in diesem Text. Unbedingt empfehlenswert, werde ich ihn unter dem Video verlinken. Und wünsche jetzt erstmal einen guten Auftakt in die Woche. Ich sage Servus und Ciao.